Willkommen zurück zu Let's Play XCOM. Es ist Zeit, Dragna mal wieder rauszuholen. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Und Exalt ein weiteres Mal in den Arsch zu treten und endlich Stück für Stück Ihrem Hauptquartier auf die Schliche zu kommen. Und das ist die Truppe, die ich dafür auserwählt habe. 4 davon sind die Helden des Fischerdorfs. 2 weitere davon müssen unbedingt aufgebaut werden und stärker werden, nämlich Reese und Mediana. Wir brauchen einfach einen weiteren Sturmsoldaten und auf jeden Fall einen weiteren Unterstützungssoldaten. Und ich hoffe, so wie ich alle ausgestattet habe, dass das gut läuft. Bei Frau So und So muss ich ein bisschen aufpassen, die hat einen Skelettanzug jetzt. Die hat am wenigsten Lebensenergie, alle anderen tragen Schalenrüstungen und halten ordentlich was aus. Hauen wir Exalt in die Tonne, würde ich sagen. Zum Einsatz, Strike One. Wir wollen eine Exalt-Zelle ausschalten, die sich in Südafrika eingenistet hat. Wir müssen dahin und unseren Agenten bei der Sicherung der Daten unterstützen. Oha, die Map. Hatten wir noch gar nicht. Endlich mal eine neue. Finde ich gut. Mal wieder in der Hafengegend. Einer unserer Agenten war gerade dabei, sich in mehrere Exalt-Funkrelais-Stationen zu hacken, als feindliche Kräfte in das Gebiet eingedrungen sind. Wenn wir an die Daten gelangen wollen, muss Strike One ihn schützen, während er sich in die restlichen Relais-Stationen hackt. Wenn wir unseren Agenten verlieren, sind auch die Daten verloren. Ziel wurde aktualisiert. Also Draken hat definitiv den Nutzen des Chrysaliden-Panzers. Er hat 10 Lebensenergie und das ohne Rüstung. Stürzen wir uns ins Vergnügen, würde ich sagen. Ich kann gerade nicht so weit laufen mit Mike, wie ich gerne wollen würde. Okay, dann. Ja, ungemacht will ich jetzt aber auch nicht an die Front schicken. Nehmen wir mal den guten Reese, der schafft es auch nicht ganz bis hier ran. Bringt sie zur Strecke. Nehmen wir mal Run and Gun. Jawohl, Sir. Ich hoffe nur, dass Draken da hinten nicht entdeckt wird, weil wir kommen so jetzt nicht an ihn ran. Okay, keine Grenadiere soweit, das ist gut. Das ist sehr gut. Leider haben wir auch nicht wirklich Möglichkeiten, an die jetzt ranzukommen. Wir können aber was Schönes machen und das werde ich jetzt einfach mal machen. Oder? Doch, ich glaube, das mache ich jetzt mal. Obwohl, Reese kommt da nicht mehr weg. Ich glaube, ich werde Herrn Ungemach erstmal aufs Dach setzen, oder? Ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Alleinentscheidungen. Aber was wir auf jeden Fall erstmal machen können, ist Maike da ranholen. Denn sie wird nicht gesehen. Genau. So, Herr Ungemach, was mache ich mit dir am besten? Ich glaube, hier hole ich dich erstmal hoch, weil hier sehen die dich nicht. Hab's gehört. Feind in Sicht. Oh nein. Scheiße. Okay, dass er jetzt noch eine andere Gruppe aufweckt, hätte ich jetzt nicht vermutet. Aber auch da sind wieder keine Grenadiere bei, das ist gut. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall meinen Plan umsetzen, den ich eben gefasst habe. So, Mediana, komm mal mit ran hier. Mau-Mau. Und ich werde jetzt mal eine Geistergranate zücken. Bestätige. Um uns hier unten so ein bisschen unsichtbar zu machen. Dann wissen die erstmal nicht, wo sie hinfeuern sollen. Herr Ungemacht dürften sie nicht entdecken. Da ist ja doch einer mit einer Rakete. Fuck. Den habe ich nicht gesehen. Da war die Geistergranate gerade gut. Ja, jetzt positionieren die sich erstmal. Hauptsache, die gehen hier auf Draken, ey. Sollen Draken in Ruhe lassen.
Es war doch ein Grenadier dabei. Ja, komm mal näher ran. Finde ich gut. Ah, das ist jetzt gefährlich, die Situation. Ich habe 6 Exiled vor mir. Das ist scheiße. Das einzig Gute daran ist, die wissen gerade echt nicht, was sie machen sollen. Und kommen alle schön nah ran. So, wir sind jetzt nicht mehr unsichtbar. Aber wir haben ja diese Fähigkeit, ne? Wir haben ja jetzt nah und persönlich. Ihr seht hier diesen Bereich. Wenn ich darin schieße, kann ich nochmal schießen und es ja. Der erste Schuss kostet keinen Zug. Ich würde jetzt so gerne eine Rakete dahin ballern, aber dann ist Frau Dings wahrscheinlich tot. Das ist schlecht. Kriege ich hier alle drei mit einer Granate? Ich krieg alle drei mit einer Granate tatsächlich. Aber ich stehe da schlecht. Reese, wo kommst du in. Kommst du in Deckung, in halbe Deckung? Ich glaube, das reicht mir jetzt erstmal. Den einen müsstest du flankiert haben. Und dieser Schuss dürfte kostenlos sein. Weg! Ja, der Schuss war kostenlos. So, ein Exalt weniger. Ja, Ungemach, ich weiß nicht, ob der von hier jemanden im Blick hat. Ich mach mich los. Ich teste das mal. Nee, shit, hat er nicht. Okay, das ist doof. Position bestätigt. Bringt er mir erstmal nichts, leider. So, Mediana. Hast du denn irgendwas Cooles dabei? Nee, nur Rauch. Leider nur Rauch. Aber damit kannst du Reese schützen. Das finde ich schon mal ganz gut. Wie mache ich das jetzt am besten? Kann ich seine Säule wegjagen? Nee, das kann ich nicht. Das ist jetzt tricky hier. Das ist. Ach, ich habe auch noch Maike, seht ihr? Und ich glaube, ich benutze jetzt mal Maike, damit wir zumindest. Ach, bringt mir gar nicht. Selbst mit stummem Schuss komme ich nicht so weit. Aber wir müssen auf jeden Fall den da hinter der Säule loswerden. Reese, kannst du das? Wie sieht's denn bei der Pistole aus? Nee, du bist immer noch der Shotgun-Typi. Komm schon, Reese! Ja, wunderbar, Reese. Klasse. Hauptsache, wir kriegen erstmal den Arsch, das Arschloch da weg. Wir sind aber noch nicht aus dem Schneider, denn selbst wenn ich ihn mit einer Granate treffe, hat er noch einen Lebenspunkt. Ach, das ist kacke, ey. Wenn ich einfach eine Rakete feuern könnte, wäre das alles halb so wild. Aber so läuft das hier nicht. Das ist beschissen, ey. Ich muss... Wen hast du denn im Visier? Achso, wenn du... wenn du einen Snipergewehr hättest, dann könntest du den da angreifen, ja. Ach, scheiße. Der Typ darf nicht zum Schuss kommen. Das sieht aber aktuell so aus, dass er es schafft. Wir könnten natürlich versuchen, mit Maike unsere... Die... Mit Maike die... Aufmerksamkeit von denen hier auf uns zu lenken, ne? Ist aber auch ein bisschen gefährlich, das bei 3 Gegnern. Mache ich das, ey. Das ist tricky. Ich wollte natürlich nicht 6 auf einmal aufdecken, ne? Das war so nicht geplant. Begebe mich auf Position. 59%. Okay, ich werde jetzt. Bestätige. So und so hier positionieren. Und ich könnte jetzt natürlich noch eine Geistergranate werfen, ne? Aber nee. Ich werde jetzt versuchen, die beiden erstmal zu schwächen hier. Habe ich seine Deckung weggejagt? Nee, habe ich nicht, ne? Nee, habe ich natürlich nicht. Doch! Boah, fucking awesome! Das ist ja mal richtig geil. Sogar der andere hat keine Deckung mehr. Brücke vor. Mediana macht keinen Scheiß jetzt.
Wir haben auch noch Maike. Aber ich glaube, Mama... Aber mit Jana bräuchte ich eigentlich den Kill. Ah, die Situation ist gerade zu gefährlich. Ich nehme lieber den sicheren Kill. 2 Schadenspunkte, den wirst du doch machen, oder? Jawohl, okay. Grenadier ist weg. Gegrillt, Mama, gegrillt. Den hast du schön gegrillt. Schaffst du das, Mediana? Jawohl! X-Ray neutralisiert. Bleiben noch 3. Es ist natürlich... Jetzt sitzt da Reese auf dem Präsentierteller. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Oh, Reese, ey. Ich will dich jetzt nicht verlieren, deswegen. Puh, Maike. Ich guck nochmal. Scharfschütze. Und 2 normale Exalt. Die sind eigentlich nicht so heftig. Aber wenn die alle ihn treffen, dann haben wir ein Problem. Ich muss es riskieren. Kein Scheiß, Maike. Wunderbar, du hast einen flankiert, aber nur 69%. Nee, 100%. Oh ja, holen wir. Wunderbar, es sind nur noch 2. Boah, jetzt macht keinen Scheiß, Leute. Ihr tötet jetzt niemanden. Okay, der wird auf Maike gehen. Nee, er macht Feldposten. Sehr schön. Wunderbar. Oh, shit. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Jetzt weiß er, dass Draken da ist. Was tust du, Junge? Du wirfst dem anderen Rauch hin. Ich meine, wir haben die anderen noch nicht... Oh, Herr Ungemach hat jemanden im Visier. Das muss ich einfach nehmen. Wir haben die anderen noch nicht aufgedeckt, aber... Boah! Durch die volle Deckung weggebrutzelt. Das ist kein neuer Ungemach. Ich hoffe, die gehen Draken jetzt nicht hinterher. Weil er sich aus seiner Deckung getraut hat, mehr oder weniger. Mit seinem Schuss, das Feldposten war vielleicht nicht die beste Idee, die ich je hatte. Verstanden, Commander. Wir sollten nach Möglichkeit jetzt niemanden aufdecken. Das wäre ziemlich schön. Position. Oh, Fehler meinerseits. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass er sie da sieht. Ah, das war ein ganz doofer Fehler von mir. Zum Glück schießen die ziemlich beschissen, die Exalt. Meistens. Und ich werde jetzt mal eine Mau-Mau-Rauchgranate werfen. Maike auf Feldposten und Draken runter mit dir. Feldposten. Verstanden. Feldposten. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Du Penner, ey. Und wenn der Ungemach jetzt niemanden sieht... Dann werfe ich mal einen Scanner. Weil ich wüsste zu gern, wo der Rest ist. Die sitzen doch hier bestimmt irgendwo. Scanner läuft.
kann mir nicht vorstellen, dass hier... Ich weiß, dass ja noch Verstärkung kommt, aber ich kann mir... Sind es wirklich nur 6 Exile-Typen? Der sitzt da wie... geschützt, der Penner. Ach, wisst ihr was? Hauen wir ihn noch gleich in eine Rakete rein. Oder? Nee. Obwohl doch. Mit Granaten sind wir noch flexibel für später. Mit Vergnügen. Ja, mach mal deinen Adrenalinstoß, du Penner. Maike, kriegst du das hin? Das gibt's nicht, ey. Das gibt's einfach nicht. Maike. Ah, der hat keine Deckung mehr, ne? Eigentlich nicht. 56% nur. Ich könnte Sturm und Schuss machen. Ich weiß aber echt nicht, ob ich denn nicht noch was aufdecke. Aber eigentlich dürfte hier nichts sein. Ich glaube nicht, dass Maike in Gefahr ist, auch wenn sie schon einmal getroffen wurde, aber das. Ihre Lebensenergie. Renne mit tödlicher Geschwindigkeit. Sah schon mal schön aus. Junge, triff! Jawohl! Hab ihn weggefegt. Oh, okay. Mau Mau. Du musst Maike heilen gehen. Sofort. Mediana auf Position. Mitlaufen und nachladen. Wieder am Start. Es kann natürlich sein, dass jetzt hier noch welche sitzen, ne? Ich riskiere mal nichts erstmal. Gerne bei Sie sehen. Kann sein, dass das erstmal die letzten waren, bis wir eines der Dinger gehackt haben. Ja, mit deinem Ungemach ist das so eine Sache in der Mission. Du weißt halt nie, auf welcher Seite die droppen. Ich werde ihn jetzt erstmal. Okay. Da hinsetzen. Kann weitergehen. Am besten mal alle aufs Dach holen, weil. Dann können wir flexibler reagieren. So und so direkt hinterher. Hier nicht zum Hochklettern, erst da hinten wieder. Na, okay. Verstanden, Commander. Erstmal Maike heilen. Die kriegt eh sau viel Lebensenergie. 10 Trefferpunkte bei einem Medikit. Das ist so krass. Durch den Orden und durch das verbesserte Medikit. Okay, Maike ist wieder fit. Das war eine ganz schön kritische Situation gerade. Aber alles noch im Grün. Alles wieder im grünen Bereich. Agabus. Wir holen dich gleich Drachen. Ich habe alles im Blick. Ich traue dem Frieden nur noch nicht so ganz. Jawohl, Sir. Diana. So, Maike kann sich jetzt wieder unsichtbar machen, ne? Das ist ja wunderschön. Brauchen wir nur eine volle Deckung. Der unsichtbare Tod ist wieder unterwegs. Und ihr beide, ja, ihr bleibt da erstmal stehen. Wir können uns ja alle mal so ein bisschen mittig positionieren, um flexibel zu bleiben. Verstanden. Ich habe alles im Blick. Aber ich denke, die nächsten Exalt kommen jetzt wirklich erst, sobald wir das erste Relay gehackt haben. So, wenn er jetzt hier nicht zu sehen ist, ja, dann ist die Map wirklich clear. Raken. Du kannst dich langsam mal in unsere Richtung bewegen.
Ah, ich warte noch eine Runde. Ich hab alles im Blick. Ich hab alles im Blick. Verstanden, Commander. Verstanden, Commander. Bin dran. Auf Feldposten. Genießt die Ruhe gerade. Das war eine gefährliche Situation. Jetzt können wir mal wieder ein bisschen chillen, bevor das Feuer weitergeht. Wir haben dort kein Zeitlimit im Gegensatz zur letzten Mission, also genießen wir es. Got it. Moving. Alle oben? Nee, Medianer noch nicht. Jawohl, Chef. Erstmal die Fenster schön durchbrechen. Immer wachsam, Commander. Wo man Maike fast unten halten könnte. Ah, das klappt schon so. Ich denke, mein Plan ist nicht so schlecht. So, jetzt müssten wir schon die triggern, indem wir den Spion schon neben dem Teil stehen haben. Unser Mann kann mit dem Hacken beginnen. Wir müssen nur die Relaisstation aktivieren, um an die Daten zu gelangen. Wenn ich nämlich jetzt die Runde beende, dann müssten schon die nächsten kommen. Und wenn wir dann hacken, können wir wieder ihre Angriffsfähigkeit durchbrechen. Immer wachsam, Commander. Ich hab alles im Blick. Immer wachsam, Commander. Commander, neue Feindverbände im Anmarsch auf Strike Ones Position. Oh, hallo! Ein Scharfschütze weniger. Genau auf Medianer gelandet irgendwie. Hey, der andere hat auch noch was abbekommen. Sehr schön. Der steht direkt auf Medianer. Ja, das ist so ein komischer Bug. Ich kann sie jetzt auch nicht benutzen. Doch, kann ich. Irgendwie. Das ist irgendwie komisch. Ah, ich probiere das mal. Auf sich selbst zu schießen. Verarschst du mich gerade, Junge? Feuerschutz, ich stehe direkt neben dir. Aber Mediana hat ihn gekillt, auch wenn das gerade komisch war. Ja, ist so eine seltene Situation, dass wirklich zwei Einheiten auf einem Platz landen. Das geht eigentlich nicht. So, wo ist der andere Typ jetzt? On my way. Dazu benutze ich mal Maike. War da nicht noch einer? Ey, wer war das, ein Grenadier oder sowas? Dann wäre die Fuchsteufelswild. Da war doch noch einer, oder? Aber wir können ja jetzt hacken. Ich kann ja mal... Rücke vor! Das waren noch drei, oder haben wir den gekillt? Hier liegt ein Toter, aber nee, das sind die von vorhin. Nachgeladen. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal hacken. Unser Agent hat die Exol-Daten teilweise entschlüsselt und ihre Kommunikation vorübergehend gestört. Das sollte sie bremsen. Jetzt müssen wir nur noch die restlichen Relaisstationen finden und hacken. Boah, Frau So-und-so hat mich gerade voll erschreckt. Mit ihrer Waffe sieht sie aus wie ein Exalt-Heavy. Übel. Mau, du hältst auch mal Ausschau hier. Selbst wenn jetzt hier eine Rakete von unten käme, dürfte keiner sterben. Und das war ein Klick, den ich nicht machen wollte. Ich glaube, das war's. Wir können uns Richtung anderes Relay bewegen. Auf dem Weg. Lage noch so ein bisschen auskundschaften. Roger, Dodger. Und ich glaube, die letzte Verstärkung müsste jetzt von hier vorne kommen. Dann können wir alle schon mal in die Richtung bewegen. Brücke aus. Ja, die Mission sollten wir im Sack haben, also die Situation am Anfang war ein bisschen blöd, aber das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Unterwegs. Diana hatte auch schon zwei Kills, das finde ich sehr gut. Oh, die könnten wir mal heilen.
die so nebenbei. Denn die hat den Feuerschutzrückstoß abbekommen. Kyle Reese kann auch schon mal mit an die Front. Verstanden. Ich hab alles im Blick. Und traten so langsam Richtung zweites Relay. Jawohl, Baschow! Verstanden. Sichere ab. So, erstmal heilen. Nicht bewegen. Das wird wieder. Hat Mama auch mal was zu tun mit ihrer Heilpistole. Geladen und entsichert. Alle nachladen. Verstanden. Sichere ab. Двигаюсь на позицию. Und Draken schaut sich das Relay schon mal von oben an. Готовность на выходе. Aufhalten. Ich bin bereit. Aufhalten. Уже иду. Ist doch mal schön, so eine entspannte Mission zu haben. Das ging in letzter Zeit so stressig zu. Da finde ich das doch ganz cool. So, wo werdet ihr genau droppen? Ich glaube direkt vor uns. In Bewegung. Wo steckt ihr? Get it done. Roger that. Scanning. Okay. Ein paar Scharfschützen positionieren hier. Medianer von mir aus auch. Hab's gehört. Verstanden, Commander. Kyle Reese kann eigentlich schon mal mit runter. Packen wir es an. Als Nahkämpfer. Und dann sollte es jetzt passen. Weitere Feinde am Marsch, Commander. Ah, fuck. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich von da komme. Nicht so gut. Drak macht einen Schaden, das ist nett, aber bringt mir nicht so viel. Ah, dafür hat er ungemacht den einen von oben erwischt. Oder hat er? Schwer zu sagen. Oh, so und so hat den einen sogar flankiert, aber er sie auch. Ja, der steht ohne Deckung da, das ist schon mal nett. In Feuerposition. Hab's gehört. Tja, scheiße, ne? Die Wahrscheinlichkeit war gerade klein, dass er getroffen wird, aber es wäre natürlich möglich gewesen. So 88% wieder. Vielleicht deine Lieblingszahl. Boah, Feuerschutz schon wieder. Aber diesmal trifft er nicht. Jawoll! Reese, so langsam wird das mit dir. Ich meine, du bist schon die ganze Zeit nicht scheiße, aber das war nice. Gehe in Position. So, jetzt müssen wir nur noch den Typen da unten brutzeln. Mama macht die Vorlage und das könnte Draken sogar selber beenden. Das war die letzte Relaisstation, Commander. Wir haben die Exaltdaten. Jetzt müssen wir nur noch den Agenten zur Evakuierungszone schaffen. Ich hätte natürlich zuerst hacken sollen, das war ein bisschen blöd, dass ich das nicht gemacht habe. Und BOOM! Spion killed. Oh, dafür kann ja ungemacht jetzt aber auf schön auf Feldposten gehen. Auf Feldposten. Denn jetzt müssten die letzte Verteidigungsstaffel der Exalt kommen. In Bewegung! Ich hab okay, die kommen erst, soweit wir den Spion Richtung Ausgang bewegen. Typisch. Die müssen jetzt aber von vorne kommen, weil die kommen eigentlich immer aus dieser Zone hier. Auf Feldposten. Immer wachsam, Commander. Ich kümmere mich drum. Komm, get some. Begebe mich auf Position. Wo steckt ihr? Mehrere Feinde nähern sich Strike Ones Position, Commander. Du bist tot. Oder? Schuss hat dich gesessen. Ah, doch nicht. Sein, er rennt noch ein Stück weiter. Ja, tut er.
Na also. Das läuft, ey. Können wir Draken nicht schon mal hier rausbringen? Waren das alle? Ich geh nochmal auf Feldposten. Ich habe alles im Blick. Verstanden. Das waren irgendwie alle. Commander, unser Mann ist in Sicherheit und wir haben die neuen Daten aus den Relaisstationen. Gut gemacht. Wunderbar, neue Map mal gesehen, Einsatz abgeschlossen, ohne einen Kratzer abzukriegen, perfekt. Und Exalt in den Arsch getreten. Ich bin vom bisherigen Ergebnis beeindruckt, besonders wenn man die Umstände da unten bedenkt. Glückwunsch, Mediana. Du bist noch kein Medic, wie ich dich gerne hätte. Aber du bist auf dem besten Wege dahin. Sprinterfähigkeit bekommst du erstmal, damit du schön weit laufen kannst. 3 Einsätze, 3 Kills ist schon mal keine schlechte Bilanz. Und Reese, sehr verdienter Aufstieg. So, normalerweise benutze ich immer Schnellfeuer. Da du aber nicht so gut zielen kannst und Maike vor einiger Zeit mir einen Tipp gegeben hat, dass Ausräuchern auch eine gute Fähigkeit ist. Damit kann man nämlich Gegner aus der Deckung treiben und hat eine höhere Wahrscheinlichkeit zu treffen. Gebe ich dir die einfach mal. Du bist mal so ein kleines Experiment mit Nahen persönlich und Ausräuchern. Die sind Fähigkeiten, die ich sonst selten benutze. Aber da hat man mal ein paar mehr taktische Möglichkeiten. Glückwunsch, Lieutenant. Boah, Draken wurde auch befördert, wie geil. Wunderschön. Auf dem Weg zum zweiten Scharfschützen weiterhin. So, als Spion würde sich Revolverheld anbieten. Das habe ich aber schon bei Herr Ungemach, ne? Und weil er nicht so gut zielen kann wie Herr Ungemach, gebe ich ihm mal den Vorteil, dass wenn er auf erhöhtem Boden ist, noch einen Zielbonus bekommt. Und sogar ein bisschen Verteidigung. Das finde ich klasse. Dann stirbt er mir hoffentlich nicht so schnell weg. Echt guter Boden. Ich glaube, das hatte Ivo auch. Ruhe in Frieden, Ivo. Wunderschön, das lief perfekt. Und wir haben ein Exalt-Scharfschützengewehr unter anderem bekommen. Das kann er ungemacht kriegen, das hat er sich ja gewünscht. Daten entschlüsselt. Mögliche Position von Exalt-Basen eingegrenzt. Und wir gucken mal, was haben wir gerade bekommen. Der Exalt-Stützpunkt kriegt nicht in einem der beiden Supermachtländer des Kalten Krieges. Okay, also nicht in den USA, nicht in Russland. Ich weiß nicht, ob wir einen der beiden eh schon ausgeschlossen hatten. Boah, ey, jetzt bleiben immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Länder übrig. Und die Panik in Ägypten ist nicht runtergegangen. Das ist nicht so schön. Nur in Südafrika. Ich glaube, das Ingenieurteam ist ziemlich aufgeregt. Sie freuen sich vielleicht mehr auf die neuen Waffen als unsere Truppen. Ja, apropos neue Waffen. Wie gesagt, er hat es sich gewünscht. Und das ist, glaube ich, von den Eigenschaften auch wieder identisch. 5 bis 7, 9 bis 11. Ja. Bekommt ein neues Scharfschützengewehr. Das sieht schon ein bisschen stylisch aus. Hast du dir sehr verdient. Kann von mir aus Draken auch kriegen. Obwohl, wenn er so als Alternative dazu unser Scharfschützengewehr trägt, wäre es vielleicht nicht verkehrt. Daher lasse ich das mal so. Bisschen variieren, ne? Wunderbar, das lief. Haben wir irgendwelche Orden bekommen? Nope. Okay. Haben wir Geld? Wir haben auch nicht Geld zurückbekommen, ne? Die Exalt haben uns anscheinend beim letzten Mal auch nicht Geld geklaut. Ups. Aber so viel können wir jetzt gerade gar nicht machen. Finanzen von XCOM ansehen, ja. Das sind unsere Einnahmen brutto und das sind die Ausgaben, die wir haben. Und daraus ergibt sich dann das Entgelt hier, das wir hoffentlich bald wieder kriegen. Ich hoffe, wir können vor dem Angriff auf die Alien-Basis wenigstens einem die Superrüstung geben, die wir bis dahin hoffentlich erforscht haben. Zugangslift einsatzfähig. Ja, jetzt haben wir hier schon mal den Aufzug fertig. Ich kann ja schon mal einmal ausheben.
Oh je, wir brauchen Strom, ne? Wir haben keinen Strom mehr. Das ist nicht so gut. Wir könnten ein normales Kraftwerk bauen. Erzeugt Strom. Ja, eigentlich müsste ich ein Erdwärmekraftwerk bauen. Aber das kostet zu viel, ne? 200 Credits. Ich bräuchte dringend Strom, ey. Ich wollte mal kurz auf den Schwarzmarkt gucken. Sektoidenleichen hätten wir noch ein paar, aber hm. Ah, die Exalt-Raketenwerfer können wir wirklich verscheuern. Die brauchen wir nicht. Die sind nämlich genauso aus wie unsere. Und die Exalt-schweren Laser. Ja, zwei behalten wir mal. Nicht, dass wir... Obwohl, nee, die behalten wir mal völlig. Besser ist, aber die Sturmgewehre können wir verscheuern. Die sind nicht hübscher als unsere. Wir haben auch noch ein paar alte, ne? Exalt LMG. Die normalen Scharfschützengewehre. Was ist Ihr Status, Over? Wir empfangen gerade sehr viel Müll. Wir können Sie nicht deutlich hören. Ich könnte natürlich einen Flugcomputer verkaufen, ne? Doch, ich glaube, das mache ich. Dann baue ich schon mal das Erdwärmekraftwerk, weil wir brauchen Strom und das reicht dann für den Rest des Spiels. Ups, dann brauchen wir nicht nochmal ein Kraftwerk bauen. Wir könnten natürlich auch mal in die Gießerei gucken. Munition sparen. Ne, das ist für ein Mech. Alles für ein Mech. Ja, das sind alles für ein Mech und elektronische Einheiten. Also nichts, was wir gerade für unsere Leute noch unbedingt herstellen können. Ja, dann baue ich das Ding jetzt. Das Erdwärmekraftwerk. Dann haben wir genug Strom für den Rest des Spiels. Wir kriegen nochmal den Verbundbonus. Also mit Strom brauchen wir uns dann nicht mehr beschäftigen. Es sollte reichen. Wann ist das fertig? In 8 Tagen sogar schon. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Und die Illyrium-Forschung ist fertig. Ich hoffe, wir können bald mal die bessere Rüstung erforschen, ey. Nachdem wir das merkwürdige Material, das wir in dem Alien-Schiff gefunden hatten, komplett analysiert haben, ist völlig klar, dass es keinem Element ähnelt, das auf der Erde vorkommt. Seine Atomstruktur hat die ungewöhnliche Eigenschaft, gewaltige Energie mit extremer Effizienz zu produzieren, wenn es mit beschleunigten Partikeln beschossen wird. Die Anwendungsmöglichkeiten wären grenzenlos, doch im Moment konzentrieren wir uns auf den Bereich Antrieb und Energieversorgung. Dieses Element kommt allerdings in unserem Sonnensystem nicht vor, sodass wir mit unserem begrenzten Vorrat sparsam umgehen sollten. Persönliche Anmerkung von Dr. Valen: Man muss sich mal das klar machen. Allein dieses ein Element hat das Potenzial, die Energieversorgung und damit die gesamte Weltwirtschaft auf den Kopf zu stellen. Wenn wir eine Quelle für dieses Material finden könnten, wäre unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in einem Jahrzehnt Geschichte. Wir können unseren Pulsbogen verbessern. Geliertes Illyrium, das ist für einen Flammenwerfer für den Mech. Und da ist sie, die Titanenrüstung, aber die braucht viel zu lange. Wir bräuchten dringend Forscher, ey. 24 Tage, ich werde damit jetzt anfangen, glaube ich, oder? Oder holen wir uns lieber die Pistole? Das dauert ewig, aber wir müssen anfangen. Ich weiß nicht, ob wir vorher die Alien-Basis nicht angreifen sollten. Das dauert zu lange. In der Zeit werden die Aliens wieder stärker und der ganze Vorteil daraus. Weil ich muss, wir haben jetzt Juli, im August müssen wir die Alien-Basis angreifen. Das dauert jetzt nochmal einen verdammten Monat teilweise, also das ist nicht so toll. Aha, gerade wäre das Satellitenkontrollzentrum fertig gewesen. Wir haben ein kleines, ein mittleres UFO. Na, hoffentlich schaffen wir das. Denn das ist der Kontinent, wo ich nicht die Laserwaffen aufgebaut habe. Bereit für Nahkampf. Aber wir haben Manöver im Notfall. Sind gleich in Schussweite. Wunderbar. Phoenix-Kanone macht auch noch einen super Dienst. Ja, wir haben ja einen UFO-Absturz vor uns. In Argentinien. Kann auch sehr gefährlich werden. Hatten wir schon eine Weile nicht mehr.
Das Gute am UFO-Abschuss ist aber, dass wir, wenn wir es richtig anstellen, ordentlich Materialien sammeln, die wir verkaufen können. Und Meld. Meldkanister gibt's wieder und Gegner, die Meld herstellen und alle unsere Soldaten sind gesund, ne? Alle Soldaten sind gesund. Okay, sieht gut aus erstmal. Ich muss mal gucken, ob ich die letzten 5 hier irgendwie noch mit einbinde. Also ich werde es soweit sagen können, jeder, der hier als Soldat aufgenannt ist, eingetragen ist, wird auch einmal, mindestens einmal in der Mission vorkommen. Das verspreche ich euch. Also versuche ich natürlich immer die Leute mitzunehmen, die am besten dafür geeignet sind, ne? Ach, gerade das Satellitenkontrollzentrum ist quasi fertig. Aber Ägypten hat uns noch nicht verlassen, das finde ich schön. Vielleicht schaffen wir es, ohne ein Land zu verlieren diesen Monat. Das wäre sehr schön, dann wird sich der Doom-Counter nicht erhöhen. Und das Erdwärmekraftwerk ist bald fertig. Die Titanrüstung ist noch volle 23 Tage. Ach, wir bräuchten dringend einen Forscher. Ich sag mal so, wenn wir genug Geld haben, könnten wir auch noch ein Labor bauen. Was heißt noch eins? Wir haben noch keins. Aber bis das wieder fertig ist, also ich überlege bald die Alien-Basis anzugreifen. Ich glaube, Anfang nächsten Monats, wenn alles gut läuft, greifen wir die Alien-Basis an. Denn desto länger wir warten, desto gefährlicher wird die Scheiße. Dann haben wir zwar keine Titanrüstung, aber ach, ich weiß nicht. Mich graut ziemlich vor bestimmten Gegnern, die noch nicht da sind, die aber bald kommen, wenn ich hier rum weiter rumschlawenzle. Okay, genug verzögert die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM Enemy Within auf klassisch im Iron Man Modus. Freue mich schon. Bis dann, Leute.